auch wenn es Salzburg ist, auch wenn es die beste Mannschaft in Österreich ist, ist man dann natürlich enttäuscht, wenn man in so eine Debakel läuft. Wir haben uns schon mehr erhofft, wir haben schon gehofft, dass wir besser dagegenhalten können und dass wir je länger die Null halten können, umso mehr das Spiel offen halten können. Und dann gehst du eigentlich mit der ersten Aktion, ohne dass wer von uns irgendwie den Ball berührt hat, schon mit 1-0 in Rückstand. Durch ein Corner-Tor dann das 2-0 und Salzburg ist halt dann eine absolute Top-Mannschaft, die dann den Gegner und den Ball laufen lässt. Und ja, wir haben es, glaube ich, speziell bei Standardsituationen schlecht gemacht. Da müsste man schon an der Nase nehmen, das ist zu leicht gewesen heute. Aber wie gesagt, Salzburg ist eine absolute Top-Mannschaft und gegen die haben schon andere auch verloren. Ja, sie haben, ja, wie gesagt, es waren ein paar sehr schöne Tore dabei. Aber es waren 4 Tore dabei durch Freistoß oder Eckball oder Anschlussaktion nach einem Corner. Ja, das ist egal, gegen wen man da spielt, ob das Salzburg ist oder egal welche Mannschaft, auch in der Liga. Das müssen wir besser verteidigen, das darf nicht so leicht gehen. Ja, daran müssen wir schon arbeiten, aber ja, es ist jetzt nicht viel passiert. Am Wochenende wartet ein wichtiges Spiel für uns gegen den FAC. Und da werden wir wieder Gas geben, dass wir den nächsten Heimsieg einfahren. Ja, habe ich sehr gut getroffen. Hätte mich ein bisschen mehr gefreut, wenn es ein bisschen ein wichtigeres Tor gewesen wäre, weil auch wenn es das Anschlusstor war, das 4-0 in der Halbzeit war halt dann leider zu hoch, dass wir dann nochmal gefährlich werden können, zweite Halbzeit. Aber ja, ich hoffe, dass er noch ein paar versenkt diese Saison. Uns war klar, dass wir natürlich ein bisschen Matchglück brauchen, um hier vielleicht lange ein offenes Spiel auf den Platz bringen zu können. Ja, das wurde leider nach 2 Minuten direkt ohne dass wir eigentlich am Ball waren, mit einem direkten Freistoß ein bisschen zunichte gemacht. Und dann bekommst du durch einen Eckball das 2-0 und dann wird es natürlich schwer gegen die beste Mannschaft Österreich dann eine große Aufholjagd zu beginnen. Ja, und mir war es dann trotzdem, und das habe ich in der Halbzeit auch deutlich angesprochen, so in der ersten Halbzeit ein bisschen zu wenig Gegenwehr, so körperlich vor allen Dingen und dann auch. Ja, die Jungs waren ein bisschen verunsichert, dass es dann so Schlag auf Schlag ging und haben dann gar keinen Fußball mehr gespielt. Und das habe ich gesagt, dass wir sind nicht so schlecht wie in 4-0 Halbzeitergebnis. Ja, und dass ich von den Jungs erwarte, dass wir uns A, mehr zur Wehr setzen, ne, dass wir pressen, dass wir körperlich die Zweikämpfe anders bestreiten und vor allen Dingen, dass wir den Zuschauern, die uns auch nach dem 4-0 in der einen oder anderen Kontersituation noch wirklich grandios angefeuert haben, dass die eine andere zweite Halbzeit verdient haben. Und das finde ich, die haben wir dann auch abgeliefert. Ne? Es war deutlich ausgeglichener. Wir hatten längere Ballbesitzphasen, haben uns gut aus dem Druck gespielt, ja, und sind zu Chancen gekommen, machen dann auch das Tor. Am Ende fällt vielleicht das Ergebnis aus meiner Sicht 1-2 Tore zu hoch aus, vor dem Hintergrund, dass, glaube ich, nach 4 Standardsituationen dann Tore fallen. Und ich auch glaube, dass der Gegner uns jetzt nicht reihenweise zerlegt hat und ausgespielt hat. Aber unterm Strich, ja, ist der Spielverlauf nicht zu unseren Gunsten gelaufen. Und da müssen wir mit dem Ergebnis leben. Ja, trotzdem positive Sachen, dass der Mali eine Halbzeit spielen konnte, dass Angelo Gattermeier wieder zurück ist und dass wir beide am Sonntag einsetzen können. Und das ist wichtig. Und deswegen sind wir froh, dass wir ja, heute dieses Spiel bestreiten konnten, um vor allem auch den jungen Spielern mal aufzeigen zu können, hey, das ist Top-Fußball, europäischer Top-Fußball. Ja, und da nehmen wir auf jeden Fall was mit. Und jetzt werden wir aber wieder vollen Fokus auf die Liga setzen und denke ich am Sonntag wieder deutlich mehr Anteile haben und erfolgreich sein.